hoffe ich, dass wir, CDU-Gemeinderatsfraktion, Laura Trollier, Robert Schweitzer, Martin Kiem, Tobias Metzler und meine Wenigkeit und Götz Lohmann, habe ich vergessen, ich begrüße dürfen hier. Ich hoffe, wir haben wieder eine abwechslungsreiche Tour ein bisschen zusammengestellt. Manche Punkte werden wieder zum x-ten Mal drauf sein heute, aber wir sind halt auch noch nicht fertig, sei es ein Sammler Mitte, sei es der Bürgersaal, da müssen wir einfach immer wieder nachgucken, euch erklären, wo gerade der Stand ist. Wir haben das geplant vom Ablauf her, bleiben wir jetzt erstmal hier auf dem Platz. Laura wird gleich was zu dem Burgercafé, dem geplanten, oder das ist schon eigentlich im letzten Jahr und das auch dieses Jahr wieder ist, was sagen und die Entwicklung, wo es hingehen soll. Der Götz wird dann hier auch nochmal was sagen zum Energiekonzept, das die CDU im Gemeinderat dieses Jahr mal im Haushalt einbracht hat, dass wir da was machen möchten. Und danach halten wir schnell am Sammler Mitte unter und an der Dingsstraße, Lindestraße, wo gerade Bauarbeiter sind. Dann geht es weiter ans Gewerbegebiet runter. Da wird der Tobias was sagen. Dann am Hoch bremsen wir ein beim Alterheim St. Josef. Da wird der Martin was sagen, bevor wir dann am Weiher den Schlusspunkt setzen. Oder Robert? Bürgersaal, sage ich natürlich. Nach dem Götz sage ich noch was zum Bürgersaal. Danke, Robert. Haben wir wieder ausblendet. Ja, und dann am Weiher wird der Robert dann noch was zum Weiher sagen, bevor wir da dann auch, wenn wir schon da sind, einkehren wollen.